Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Rikachu. Heute möchte ich euch die Ribima vorstellen. Es ist ein bunter, vielfältiger Kanal von Make-up bis Schminken, Challenges, Gameplay-Videos, coolen Intros und eine nette Persönlichkeit. Mehr will ich dazu erstmal nicht sagen. Ich hoffe, dir wird das Video gefallen. Ich werde dich auch nochmal verlinken, sozusagen, einen Kommentar in deinen Videos geben, falls du das hier noch nicht entdecken solltest. Gehen wir doch aber jetzt nach dem kleinen Intro erstmal auf deine Übersicht. Viel Spaß! So, da sind wir auch schon. Schauen wir uns als erstes mal die Kanalinformation an, was da so drin steht. Hallihallo, meine Lieben. Was ihr hier geboten bekommt: Sammlungen, Tags, Challenges, Dies und vieles mehr, worauf ihr Lust habt und was ihr mir so an Vorschlägen gibt. Wichtige Anliegen? Einfach eine PN an mich, hier oder bei Facebook. Über Feedback und kostenloses Abo würde ich mich freuen. Folgt mir auch auf Facebook. Auch bei Facebook. Gut. Also man sieht, sie hat Facebook, Instagram und Google+. Gehen wir mal auf die Playlist. Was haben wir denn hier so? Let's Show, Fakten, Sammlung, Mach Mist, Unboxing, Challenges, Kooperation, Tags und 365 Fragen Challenge. Gehen wir mal auf Videos. Und zwar zu den untersten. Das ist Let's Show. Schauen wir uns das mal an. Die Show. Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Show. Heute stelle ich euch meinen Shop und mein Haus auf dem Nameter Server vor. Die dazugehörige IP packe ich euch in die Beschreibung. Hier seht ihr zuallererst meinen Shop. Er besteht aus zwei Etagen. Auf der oberen Etage, also hier, verkaufe ich Holz. Alle Holzsorten, die es gibt im Spiel. Fichtenholz, Eichenholz, Tropenholz, Akazienholz, Birkenholz, Schwarzeichenholz. Holzbretter verkaufe ich, Holzstufen und Holztreppen. Holzstämme noch nicht. Die Bezeichnung liegt auf noch nicht. Kommt noch. Hier auf der unteren Etage verkaufe ich so Krimskram, Steine, Esse. Also hier handelt es sich um Minecraft. Schauen wir mal weiter. Da hast du ja eine echt super große Sammlung hingelegt. Nicht schlecht, das hat ein bisschen lange gedauert. Schauen wir uns mal 25 Fakten über mich an, von Ribima. Zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video geht es um 25 Fakten über mich. Und wir fangen auch einfach direkt an. Ich heiße Rebecca. Ich habe am 6. Februar Geburtstag. Ich bin 21 Jahre alt. Ich habe Angst vor Spinnen. Ich trinke gerne ungesüßten Tee und Wasser. Ich koche und backe gerne. Ich liebe Disney-Figuren, vor allem Winnie Pooh. Tada! Ich liebe Glitzer. Ich habe zwei Brüder. Am liebsten spiele ich gerne GTA, Minecraft und SingStar. Meine Lieblingsfarben sind Pink, Blau und Lila. Ich bin verlobt. Tja, wenn ihr noch mehrere interessante Fakten über Ribima haben wollt, dann schaut euch das Video an. Ich finde das mit den Zahlen cool gelöst. Was gibt's denn hier als nächstes? Vieles, ich weiß, aber was schauen wir uns als nächstes an? Ekel-Smoothie-Challenge. Mach Mist Teil 2. Ach, schauen wir uns mal die Ekel-Smoothie-Challenge an. Von mir. Heute habe ich den lieben Chris wieder dabei. Hi. Und heute haben wir uns überlegt, dass wir die Smoothie-Challenge für euch drehen werden. Aber vorab werde ich erstmal den Gewinner des letzten Gewinnspiels ermitteln.
Und die Losnummern befinden sich in dieser Schüssel. Und ich werde den jetzt ziehen. Mit Augen zu. Aber erstmal schütteln. Okay. Habe ich einen? Ja. Okay. Kann man ja wegwerfen. Jetzt die Schüssel. Oh. Die Losnummer 19 hat gewonnen. Das ist Daisy 123. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Ich werde mich, denke ich mal, die nächsten Tage bei dir melden oder du bei mir. Wenn wir sehen. Oh, ich wollte gar nicht aus dem Video rausgehen. Ich wollte ein bisschen vorspulen. Und was wird es sein? Saure Gurken. Boah, och man, ich hatte voll Bock auf die sauren Gurken. Meine. Es ist die vom anderen Glas. Meine. Okay. Na. Sollen wir das hier hinstellen, oder? Mhm. Okay, na. Wenn ihr wissen wollt, was da noch alles reinkommt, dann schaut euch das Video an. Und am Ende wird, denke ich mal, getrunken. Sollen wir uns das mal anschauen? Die Hälfte von meinem? Hm? Boah, bestimmt, wenn ich es eintrinke, kotzt erstmal hier. Bei mir ist aber irgendwas Würziges drin. Das hätte ich Curry drin, aber das habe ich ja gar nicht. Wir haben den einfach vergessen, wenn du kotzen musst. Oder ich. Nimm die Schlüsseln da einfach. Weißt du, was du gleich machst? Ja, das sah nicht so lecker aus. So, was gibt's denn sonst noch so? Aber interessantes Konzept. Was können wir... Last-Minute-School-Halloween-Make-up. Das ist auch nicht schlecht. So ein Last-Minute-Tipp. So ein Schminkset habe ich mir gekauft. Ob ich das wirklich benutze, weiß ich noch gar nicht. Dann habe ich mir so Sticker besorgt. So Deko-Sticker. Einen Lipgloss. Einen Kajalstift. Schminkstifte. Oh, das macht den schwarz. Ich sehe gerade auf dem Bild, dass ich die Kreise einfach mal viel zu groß gemacht habe, aber ich hoffe, das klappt trotzdem. Das spüren wir noch ein bisschen vor. Das Beste finde ich, und zwar diese Stickerchen. In jedes dieser Hügelchen, die ihr da eben gemalt habt, also in diese Blümchen da, wie ihr seht, da klebt ihr dann jetzt einfach so ein Dekosteinchen hin. Ja, ich finde es gut. Aber am besten nur auf jedes zweite. Das. Gute Idee. So, was haben wir hier noch? Nicht-Lachen-Challenge. Das schauen wir uns auch mal an. Das klingt auch interessant. Ja, nicht lachen, also ist doch sehr gut, wenn das hilft. Ja. Ah, auf das. Tu jetzt aber nicht auf das Piercing. Ah, wir müssen ja pausieren, warte. Oh. Achso, was war das? Auf der Seite geht ja mal gar nicht. Müsst ihr euch Wäscheklammer an den Kopf stecken. Passt. Sieht schick aus, oder? Ja, total. Entschuldigung. Ha ha.
Ja, das mit dem Nicht-Lachen. Jetzt hab ich Lachen. Klappt noch nicht so, ne? ja, wer da am Ende gewinnt oder verliert oder wie viel Wäscheklammern am Kopf am Ende stecken werden, schaut es euch am besten mal an. Ich denke mal, das nimmt noch ein spektakuläres Ende. gehen wir mal weiter. Traust du dich? Mein Berufswunsch als Kind? Postkarten-Challenge? Dümmste Award-Sprüche? Gehen wir mal auf mein Berufswunsch. Wieso eigentlich schon Schnee von gestern ist, nominiere ich einfach jeden, sage ich jetzt einfach mal so. Also wenn auch ihr als Nicht-YouTuber Lust habt, diese 11 Fragen zu beantworten, dann bitte ich euch, dies doch unten in die Kommentare zu beantworten. Und ich würde sagen, wir legen auch einfach direkt los. Frage 1. Deine liebste Jahreszeit. Also meine liebste Jahreszeit ist eigentlich jede Jahreszeit. Ich habe den Winter gerne, weil es da schneit. Ich habe den Frühling gerne, weil da die Blumen blühen. Ich habe den Herbst gerne, weil dann die ganzen bunten Blätter fallen. Und den Sommer habe ich gerne, weil es warme Tage sind. Frage 2. Dein bestes Geschenk, was du je zu Weihnachten bekommen hast? Ja, abgesehen jetzt von den Geschenken, die ich damals in meiner Kindheit alle bekommen habe, weil die waren alle top, ne? Ich habe mir jedes einzelne Weihnachtsgeschenk gewünscht und war auch über jedes froh. Aber in meiner heutigen Zeit, also abgesehen von der Kindheit, wie gesagt, finde ich meinen Computer dann doch das beste Weihnachtsgeschenk, was ich je bekommen habe. Und mein Set, um Gelnägel selber zu machen. Frage. Auch eine coole Idee mit den stimmverzerrenden Fragen, dass du die selber beantwortest. Wer dann die restlichen Fragen noch erfahren möchte und noch mehr darüber erfahren möchte, der schaltet gerne mal ein. Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem heutigen Video geht es um die 365 Question Challenge. Da machen halt auch noch ganz viele weitere YouTuber mit, weil wir uns überlegt haben, dass wir daraus einfach eine Kooperation machen, damit man halt nicht so alleine unterwegs ist. Und die anderen Teilnehmer dieser Kooperation werde ich euch unten in die Infobox packen. Und ja, wundert euch bitte nicht, warum mein Hintergrund auf einmal so nackig ist, weil ich hatte ja vorher Lebkuchenherzen und alles im Hintergrund und so. Ich habe mein Zimmer so ein bisschen umgeräumt und ja, die Lebkuchenherzen und so hängen jetzt auf der anderen Seite. Und die Wand ist noch ein bisschen nackig, werde mir aber irgendwie was überlegen, damit sie nicht so nackig aussieht. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch einfach direkt los mit den Fragen. 1. Januar. Was ist dein Nummer 1 Ziel dieses Jahr? Mein Nummer 1 Ziel dieses Jahr ist auf jeden Fall, dass meine Community wächst. Wie ihr ja wisst, will ich unbedingt Kochvideos machen und so. Und ich liebe es einfach, meine Ideen mit anderen zu teilen. Und deswegen freue ich mich einfach extrem, wenn dieses Ziel vielleicht irgendwie in Erfüllung geht. 2. Januar. Wofür bist du am meisten dankbar? Ja, die Frage ist natürlich schon etwas extrem spezifisch. Aber am meisten dankbar bin ich auf jeden Fall, dass ich überhaupt lebe auf dieser Welt, ja. Auch wenn sie manchmal ein bisschen traurig ist, die Welt, aber es ist okay. Und dass ich auf jeden Fall gesund bin. 3. Januar. Bist du zufrieden? Ja, schaut euch das Video an, um die Antwort zu erfahren. Ich fand das Minecraft-Schwert da im Hintergrund ganz cool. So, dann gehen wir nochmal auf den Kanal, auf die Übersicht und schauen uns nochmal den Trailer dazu an. Infobox alle packen. Ein Video ist von 9 Arten von Hundebesitzerin. Bei der Kooperation geht es um so eine Art Wichteln, aber halt mit Themen. Und ich habe das Thema von der lieben Julie de Blabla bekommen und zwar war das Thema Hunde. Natürlich. Schaut's euch an. Es geht um 9 Arten von Hundebesitzerinnen. Nein. So, ja, unser kleines Feedback zu dem Kanal. Ich finde deine Ideen und dann deine Motivation, die Videos so zu bearbeiten in Sachen von Musik und Zahlen und hier den Banner mit den Sternchen und die Schriftarten, finde ich echt gut. Videotag, Sonntag, 12 Uhr.
Hast du lädst du jeden Sonntag ein neues Video hoch oder was meinst du damit? Ansonsten schaut doch gerne mal in den Kanal rein. Sie würde sich bestimmt freuen. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und ich habe alles ganz gut nahegebracht. Ich kann natürlich nicht alles reinbringen. Ich hoffe, das verstehst du. Aber ansonsten kannst du mir gerne eine Person vorstellen, die ich auch gerne in das Video, in dem nächsten Video erwähnen werde und vorstellen möchte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.